Sie haben ja viel zu viele Gegner. Pisco-Dämon. Aber wir machen guten Schaden hier. Wir machen jetzt ordentlichen Schaden. Wir können hier one-hitten. Ja, das passt schon hier so. Ich habe auch sehr viel trainiert, habe ich das Gefühl. Na, deswegen waren wir ja auch in der Lava-Grube da. Genau. War alles geplant. So. Erstmal das wieder hier hochheilen. Es ist noch sehr mühselig, muss man sagen, die erste Fall in Fantasies. Aber was ich noch sagen wollte, man hat hier viel höhere Erfolgserlebnisse bei alten Games als anstatt bei neuen Games, weil die neuen Games viel zu leicht sind in meinen Augen. Ja, die sind wirklich viel zu leicht. Das habe ich jetzt in meiner Retro-Phase bei sehr, sehr vielen Spielen mal wieder gemerkt. Nur das hat zum Beispiel früher einfach Ninja Gaiden normal. Das sagt mir auf jeden Fall was. Aber also, du meinst das alte, oder? Das alte, ja klar. Ja. Also das ist ein sehr schweres, also wirklich abnormal schweres Game, was richtig unfair ist, weil du springst so einen Abhang runter, ne? Mhm. Und vor deine Fresse spawnt ein Vogel, ne? Und knallt dich nach unten. Wo das richtig eine Falle ist, wo du das mehrmals spielen musst. Um es überhaupt zu checken. Sowas wollen sie heutzutage gar nicht mehr einbauen in Spiele. Ja. Weil die Angst haben, die Leute schaffen es nicht und legen das Spiel weg und kaufen dann die nächsten Teile nicht. Das ist eine gute Erklärung. Aber genau sowas finde ich geil. Ich finde das jetzt auch geil, dass ich hier viele Kämpfer habe, weil das ist anstrengend. Muss, ja. Deswegen spielt man doch. Ja, man will eine Herausforderung haben in Games. Ja. Ja, okay. Warte mal, ich glaube, andere falsch. Sie sollen nicht nach unten. Andere wollen doch einfach nur unterhalten werden und Zeit totschlagen. Oder eine gute Story halt haben, ne? Oder so. Also muss sagen, bei neuen Games, es gibt viele Games mit guten Stories. Das muss ich sagen, dass diese Last of Us oder so, wie es heißt. Hab ich nie gespielt, aber ich weiß, es ist eine gute Story. Oder ich hier Heavy Rain. Heavy Rain habe ich auch gehört, dass es eine gute Story haben soll. Heavy Rain, das ist ein Film, einfach. Das ist wirklich ein Film. Das macht so viel Spaß. Aber zum Let's Playen glaube ich nicht so toll. Also wird niemals Let's Playen. Ach, ich muss doch nicht nach unten. Oh mein Gott, ich hau ab hier. Bist du eigentlich jetzt zurzeit immer noch ein PlayStation-Kind? Ich habe eine PlayStation 3, ich habe eine Xbox 360. Ich bin mehr so das PC-Kind. Wieso hattest du hier eine Xbox 360 und PS3? Sag jetzt nicht wegen den Exklusivtiteln. Oder bist du so ein Halo-Fan? Halo geht eigentlich. Ich war mehr ein Fan von Tales of Vesperia. Ein schönes Tales of Game und von. Wie heißt es hier? Komm jetzt auf das. Na. Oh. Ja, ist es jetzt tot. Auch geil. Kannst du mir den Wirbel um Halo erklären? Ich verstehe das nämlich nicht. Ich habe zwar selber eine Xbox 360, aber ich verstehe nicht, warum die Leute so Halo lieben. In meinen Augen ist der Multiplayer nicht mehr als mittelmäßig und die Story auch nichts Besonderes. Ich habe Halo ein paar Mal gespielt und es hat mir eigentlich Spaß gemacht. Das ist der einzige Grund. Aber das war auch nicht der Kaufgrund. Der wahre Kaufgrund war ein Game fast nur. Und jetzt halte ich fest, Fable 2. Echt? Fable 2. Okay. Fable. Ja, okay, ja, das ist auch so ein. Und das zweite und beste Teil kam niemals für den PC raus. Was mir so abgefuckt hat. Das war der zweite, oder? Genau. Der kam niemals raus für den PC. Wo ich mir erst dachte, wieso? Und jetzt hab's gespielt und. Boah. Man konnte mir 3 Wochen auf Skype nirgendwo erreichen. Ich war so versunken in das Game. Ja, also super Game rein. Also erst. Und ja, dann Tales of Vesperia, wo ich mich auch sehr drauf gefreut habe eigentlich. Wirklich auch ein schönes Game, was ich sogar gerade noch Let's Play, blind.
Werden die Tales of Spiele eigentlich immer vom selben Entwickler gemacht? Ja, genau, das wird von Namco Bandai. Also halt die Publishen, aber wer war nochmal der andere? Auf jeden Fall werden die von selben gemacht. Mhm, okay. So. Wo befinden wir uns denn hier gerade in dieser Eishöhle? Ist es überhaupt eine Eishöhle? Das ist eine Eishöhle und wir müssen, glaube ich, anfangs ein bisschen nach unten, dann müssen wir uns nach oben arbeiten. Und dann gibt es eine Stelle, wo wir nämlich... Ah, wunderschön. Meine Heilerin hat eine besondere Fähigkeit, die macht nämlich an untoten Gegner, macht sie halt so einen heiligen Schaden. Es geht halt nur an untoten Gegnern und ja. Deswegen kämpfe ich gerne gegen untote Gegner. Nur so eine kleine Randinformation. Ja, man muss erstmal nach unten arbeiten, dann wieder nach oben. Und dann ist oben nämlich so ein bisschen so halt ein brüchiger Boden, kann man sagen. Und da fällt es halt runter, muss er genau runterfallen, dass ich eine Truhe erwische. Mhm. Das weiß ich noch. Was ist denn Jacko für ein Typ nochmal? Er ist Krieger. Achso, er ist der Krieger, ja, okay. Und Nao sieht ein bisschen aus wie Link. Was sogar sehr geil ist, ach, das kann ich ja leider nicht mal zeigen. Hier ist eine Parodie auf Zelda. Echt? Nein, keine Parodie, sondern halt so ein Easter Egg. Ach ja. Nämlich, es gibt hier ein Elfendorf. Ja. Mit einem Elfenschloss und es gibt da so ein paar Gräber. Und bei einem Grab steht, hier schläft Link. Echt? Ja. Wie geil ist das denn? Also das habe ich noch nicht gewusst. Und das in einem Final Fantasy. Ja gut, aber das war auch noch die Zeit, als Square und Nintendo genau, ziemlich nah standen. Ja. Das war noch bei Nintendo. Beziehungsweise Square ist ja immer noch bei Nintendo halt teilweise, ne? Also Square hat ja halt Crystal Chronicles gemacht, ne? Dann halt für ein 3DS Gravity Default heißt das Game. Das ist auch von Square Enix so ein Game, was wieder so an die alten Final Fantasy so ranreißen soll. Mhm. Weil die neuen Final Fantasies, die sind nun mal, also die 13er sind nun mal anders. Muss man wirklich ganz knallhart hier sagen, die sind echt anders. Also ich bin leider nicht so der große Fan von Final Fantasy 13 und den Teilen danach, obwohl ich es alle habe und gespielt habe, aber... Nee. Inwiefern sind sie, unterscheiden sie sich von den Vorgängern? Die Charakter... Es gefällt mir vielleicht nur ein Charakter da. Mhm. Das Kampfsystem ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist so mit Rollenverteilung, wo man die Rollen wechseln kann. Ganz komisch in meinen Augen. Und die Story an sich ist so nichtssagend. Es ist zwar eine schöne Verpackung, aber da ist nichts. Questmäßig war auch kaum bis mau was. Ich kann eigentlich nur sagen, ist so toll. Sagt ihr eigentlich Mario RPG etwas? Ja klar, also halt, das der erste war ja für den Super Nintendo, ne? Genau. Und dann waren halt die Paper Mario Teile halt für den Gamecube und dann nochmal für den Gamecube. Oder war es schon Wii U? Für N64 und Gamecube gab's auch Paper Marios. Da ist er, Legatan. Da ist er, wir haben ihn. Aber ich kann hier nicht hingehen. Du bemerkst hier diese halt Risse, ne? Ja. Wie machst du das jetzt? Ich muss nach oben irgendwie gelangen. Ich guck mich erstmal hier um, ob ich nach oben gehen kann. Eine Reisekluft, oh mein Gott, ey. Das ist die erste Rüstung. Oh Mann, das Game trollt mich. Kannst du das Zeug eigentlich auch verkaufen? Ja, aber es bringt kaum Geld, weil... Oh, ich habe so viel Geld. Das ist das ganze Kämpfen hier. Mhm. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm hier. Mario RPG wurde ja auch von Square gemacht, ne? Ja, aber nur das erste, ne? Also halt die darauffolgenden Teile wie Paper Mario. Die nicht mehr. Genau. Aber deswegen habe ich jetzt auch hier Mario RPG erwähnen wollen, wenn wir jetzt hier schon von Square reden. Ja, ist auch eine sehr... Ich hab gespielt, fand ich sehr schön eigentlich. Hast du es durchgespielt?
Nee, nicht ganz. Also Mario RPG nicht, dafür halt die Paper Mario Teile. Ja, also ich, keine Ahnung, ich hab's auf jeden Fall noch vor, Mario RPG durchzuspielen. Ich hab's mal angefangen, aber noch nicht ganz zu Ende gespielt. Was ich halt gut finde, ist so dieses, dass man halt ein bisschen so aktiver kämpfen muss mit diesen Button drücken so. Genau, das haben die schön implementiert. Halt, dass es trotzdem rundenbasiert ist und schon RPG-Feeling hat, aber trotzdem man halt noch ein bisschen was drücken muss. Es ist auch sehr witzig gemacht, so mit diesen ganzen